Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es ums Forellenräuchern und zwar zeige ich euch, wie einfach das doch ist. Hier im Gewächshaus habe ich gerade die Forellen hängen. Die waren jetzt 14 Stunden in einer Lake. Rezept verlinke ich euch unten oder schreibe ich euch unten rein. Und dann hatte ich die ungefähr 3 Stunden hier hängen zum sogenannten Durchbrennen. So, das heißt, die nehme ich jetzt hier ab und dann gehen wir einmal zum Räucherofen. Bevor wir in den Räucherofen gehen, zeige ich euch einmal die Räucherhaken, die ich verwende. Ich hoffe, man sieht das. Das sind solche Haken mit 2 Spitzen. Die führt man einfach von hinten durch das Maul ein mit dem Haken. Und dann werden die Spitzen hier einmal rechts und einmal links neben der Hauptgräte eingestochen. Und somit fällt mir der Fisch hinterher nicht vom Haken. Wenn ich das nur hier im Unterkiefer einhängen würde, kann sich der Kopf hier lösen und dann fällt der ganze Fisch runter in die Glut und das möchten wir nicht. Kommen wir jetzt einmal zum Räucherofen. Das ist ein kleiner, schnuckeliger Ofen, ich glaube von der Firma Peetz. Und den habe ich modifiziert. Und zwar habe ich hier unten die Heizspirale von einem Elektro-Tischgrill eingebaut. Der hat 2 kW und die Einstellung ist so zwischen 2 und 3, hat sich als optimal herausgestellt. Hier oben sind unsere Stangen drin und da werde ich jetzt die Fische einmal auffädeln. So, 10 Forellen hängen jetzt schön im Räucherschrank. Hier drunter liegt die Tropfwanne. Das heißt, wenn jetzt hier Fett austritt beim Garen, dann wird das hier aufgefangen und tropft mir nicht unten auf die Heizspirale. So, das heißt, jetzt Klappe zu und dann werden die ungefähr eine Dreiviertelstunde gegart bei 110 Grad etwa. So, meine Räuchermehlkiste ist leer. Wie ich Räuchermehl herstelle, verlinke ich euch mal da oben im Eck. Da werde ich jetzt ein bisschen was vorbereiten. So, weil ich mir mal etwas unsicher bin, ob diese Thermometer hier auch funktionieren. Da zeigt er gerade so um die 70 Grad an. Habe ich einmal mein Multimeter geholt. Da haben wir jetzt eine Außentemperatur von 15 Grad. Und jetzt mache ich einmal die Klappe auf. Und es geht mir nur darum, einmal den Fühler zu kontrollieren, der von diesem hier, von dem Thermometer, ob das so ungefähr passt. Und auf dem Multimeter zeigt er mir jetzt 77 Grad an, ja, 80 Grad, da zeigt er 70 an. Da ist also immer ein bisschen dazwischen. Ich werde das mal ein paar Mal zwischendurch kontrollieren, wobei das auch nur alles grobe Richtwerte sind. Ich habe jetzt unten einmal an meinem Regler hier auf maximal gestellt. Und dann werden wir mal sehen. Wir gucken gleich sowieso, ob sie gar sind. Es geht nur darum, dass die Fische nicht zu gar werden, also nicht vertrocknen. Jetzt sind ungefähr 45 Minuten rum. Den Regler habe ich so auf 4,5 stehen gehabt. Ja, die Temperaturverteilung ist so ein bisschen etwas nicht ganz eindeutig. Na, der misst ja hier oben die Temperatur am, an seinem Fühler. Also so gute 5 cm unter Oberkante. Und wie viel, wie hoch die Temperatur dann letzten Endes im Ofen ist, ist ja auch wieder was anderes. Ich werde jetzt einmal den Ofen aufmachen. Und dann werden wir mal schauen,
ob die Fische gut sind. Und zwar kann man das ganz einfach testen, indem man hier die Rückenflosse anfasst und mal zieht. Und wenn die sich ganz leicht rausziehen lässt, dann wäre der Fisch gar. Ist hier noch nicht, doch, ja. Ich lasse noch 5 Minuten ungefähr und dann können wir mit dem eigentlichen Räuchern beginnen. So, die 5 Minuten sind um und wir schauen nochmal nach. Ja, das sieht toll aus. Jetzt ziehen wir einmal hier die Rückenflosse. Ja, das lässt sich. Lässt sich hervorragend lösen und das ist lecker. Sehr gut. So, das heißt, wir können mit dem Räuchern starten. Dazu habe ich hier so eine Metallschale. Die fülle ich jetzt mit meinem Räuchermehl auf. So, das Ganze wird angedrückt. Festdrücken. So, und dann nehme ich diese Schale und stelle die hier unten einfach auf die Heizrinderen drauf. So. Und jetzt machen wir die Klappe wieder zu. Und jetzt heißt es wieder warten. Ihr seht, wie schön der Räucherschrank am Qualmen ist. Also das hat jetzt gute 10 Minuten gedauert. Ich hatte zwischendurch auch den Regler noch einmal hochgestellt, dass die Hitze unter der Mehlschale höher ist. Und ja, von diesen Mehlschalen lassen wir jetzt 2 Stück da drin verrauchen. Und dann sind wir auch schon fertig. Ah, hier ist ein Duft in der Luft. Ja, hier könnt ihr einmal sehen, wie das ausgeglühte Räuchermehl aussieht. Da ist jetzt noch ein bisschen Hitze drin gespeichert. Ich gebe das jetzt hier vorne auf die Steine und lösche das direkt mit Wasser ab. Und dann kokelt hier auch nichts. Und nichts passiert mehr. Gut, da kommt jetzt die zweite Rutsche Räuchermehl rein und dann geht's weiter. So, auch der zweite Topf mit Senfmehl ist jetzt ausgeräuchert und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Forellen. Oh, hier kommt ein Duft raus. Herrlich. Ha? Schaut euch das mal an. Traumhaft schön und garantiert super lecker. Sehr schön, also ganz einfach zu machen und hier unten mit dem Regler auch für jedermann umsetzbar. Alles klar, also Räuchern ist kein Hexenwerk, traut euch einfach mal ran. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also ist eine ganz tolle Veredelung für Fische. Gut, wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.